eingeladen worden? Ich bin Bernie Siebert. Mein Vater ist hier. Ich möchte mit ihm sprechen. Das wird schlecht gehen. Die Herren sind mitten in einer Besprechung. Ich weiß, deswegen bin ich hier. Es darf niemand hereingelassen werden. Eine ausdrückliche Anweisung Ihres Vaters. Das gilt sicher nicht für mich. Ich sehe mich als Teilnehmer an dieser Besprechung. Dann kommen Sie bitte. Moment. Bitte warten Sie, Herr Wehmann. Sagen Sie meinem Vater, dass es dringend ist. Ich bitte um etwas Geduld. Würden Sie sich bitte um meinen Sohn kümmern? Wir kommen jetzt zu Punkt 7 unserer Vereinbarung. Hallo. Hallo, Bernie, was machen Sie denn hier? Ich möchte mit meinem Vater sprechen. Und worum geht es? Sie wissen, er befindet sich in einer wichtigen Konferenz. Es geht um die Konferenz. Ich muss ihn dringend sprechen. Sie sind sehr aufgeregt. Ja, das bin ich. Und den Grund werde ich meinem Vater sagen. Und nur ihm, nicht Ihnen. Würden Sie ihn jetzt bitte holen? Ich bitte Sie nochmals um einen Augenblick Geduld. Busse sagt mir, du bist sehr aufgeregt. Vater, schick diese Leute weg. Du darfst das nicht unterschreiben. Sag mal, hast du den Verstand verloren? Mach, dass du nach Hause kommst. Vater, tu es nicht. Ich bitte dich. Du darfst das nicht tun. Ich werde dich daran hindern. Was willst du? Ich werde dich daran hindern. Bist du verrückt geworden? Du richtest deine Pistole auf mich? Sag mal, bist du verrückt geworden? Vater! Kann ich Ihnen helfen? Kann ich mal bei Ihnen telefonieren? Bitte bedienen Sie sich. Aber die Null vorwählen. Ist ja eigentlich Anspruch auf zwei männliche Sekretäre, ne? Nein. Ich bin mir nicht sicher. Du, wir sollten das bei Gelegenheit mal überprüfen. Ach, wen Gott strafen will, den verpasst er solche Kollegen. Siska? Ja, stellen Sie durch. Ich habe meinen Vater erschossen. Wie heißen Sie? Bernie Siebert. Wo sind Sie? Siebert. Starnberger See. Alles klar, bleiben Sie, wo Sie sind. Wir sind in einer halben Stunde bei Ihnen. Arbeit! Was ist denn passiert? Mord in Starnberg. Kommen Sie, wir haben eine Verabredung. Der Mörder hat selber angerufen. Oh, hey. Der Fall ist so gut wie geklärt. Das sind dann meistens die kompliziertesten Fälle. Mhm.
Siebert? Kann ich mir Ihren Ausweis sehen? Wo ist es passiert? Herr Siebert, wo haben Sie Ihren Vater erschossen? Ein paar Kilometer von hier. Wo ist die Waffe? Stehen Sie mal auf. Herr Siebert, Sie sagten, dass Sie Ihren Vater erschossen haben. Womit? Die Waffe. Die habe ich da verloren. Und was war das für eine Waffe? Ist das Ihr Wagen? Kann ich mit Ihnen mitfahren? Kommen Sie. Nicht. Warum ist die Tür zu? Hier hat vorhin noch eine Konferenz stattgefunden. Was ist denn das für ein Haus? Das Gästehaus der Firma. Der Firma meines Vaters. Da muss doch noch jemand sein. Ich meine, mein Vater muss doch noch da sein. Warten Sie, ich weiß, wie man da reinkommt. Gehen Sie da zur Seitentür und ich mache Ihnen auf. Höchst merkwürdig. Das kann man so sagen, ja. Niemand. Wo haben Sie denn jetzt Ihren Vater erschossen? Hier hat er gelegen. Er ist nicht mehr da. Was genau hat sich Ihrer Meinung nach hier abgespielt? Ich sagte ihm, ich möchte meinen Vater sprechen. Wem sagten Sie das? Wusse. Einem Kompagnon meines Vaters. Ich sagte ihm, ich will meinen Vater sprechen, und er holte ihn. Mein Vater kam aus dem Konferenzraum gegenüber. Wir hatten eine Auseinandersetzung. Und dann habe ich ihn erschossen. Dann bin ich davon gerannt. Sie glauben mir nicht. Aber warum sollte ich das alles erfinden? Hier drin sieht es nicht so aus, als hätte hier irgendwas stattgefunden. Rufen Sie die Firma Ihres Vaters an.
Vorzimmer Siebert Weyrich, guten Tag. Ich hätte gerne Herrn Siebert gesprochen. Wer sind Sie und in welcher Angelegenheit bitte? Mein Name ist Siska, Kripo München. Tut mir leid, Herr Siebert ist auf Geschäftsreise. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Einen Augenblick bitte. Wie hieß der Kompagnon Ihres Vaters? Busse. Könnte ich Herrn Busse sprechen? Ja, Augenblick, ich verbinde. Ja. Ein Herr von der Polizei will Sie sprechen. Polizei? Verbinden Sie. Busse hier, mit wem spreche ich? Ja, Siska hier, Kriminalpolizei. Ja, und? Ich rufe Sie aus Ihrem Gästehaus an, wo heute eine Konferenz stattgefunden hat. Aus unserem Gästehaus? Da hat keine Konferenz stattgefunden. Dieses Haus ist seit circa 4 Wochen nicht mehr benutzt worden. Busse, wo ist mein Vater? Bernie, sind Sie das? Was machen Sie da draußen und wieso ist die Polizei bei Ihnen? Ich habe Sie gefragt, wo mein Vater ist. Ich habe ihn erschossen. Was sagen Sie da? Ja, sind Sie verrückt geworden? Ihr Vater befindet sich auf einer Geschäftsreise. Ich habe eben mit ihm telefoniert. Er ist zurzeit in Rom und er freut sich bester Gesundheit. Ja, Siska noch mal hier. Der junge Mann neben mir behauptet, dass er heute seinen Vater erschossen hat. Und zwar hier. Wenn der junge Mann sowas behauptet, dann leidet er unter Halluzinationen. Sein Vater ist im Moment in Rom auf einer Geschäftsreise. Na, dann muss sich das Ganze wohl um ein Missverständnis handeln. Ja, Sie könnten mir einen Gefallen tun. Bitte kümmern Sie sich um den jungen Mann, ja? Am besten, Sie bringen ihn so schnell wie möglich hierher. Ja, alles klar, vielen Dank. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Wenn ich es mir doch sage, Busse lügt, mein Vater ist tot. Ja, das sagten Sie bereits, aber wir haben keine Leiche gefunden. Sie sehen doch selbst, dass hier nichts ist, oder? Und eine Tatwaffe gibt's offenbar auch nicht. Und dieser Busse sagt, dass er mit Ihrem Vater telefoniert hat. Ich meine... Sie meinen, dass ich nicht ganz dicht bin, oder? Ja. Ja, das glaube ich auch langsam. Bleiben Sie dabei, dass Sie Ihren Vater getötet haben? Sie haben doch gehört, dass er noch lebt. Er ist auf einer Geschäftsreise, hat Busse gesagt. Zurzeit in Rom. Wer kann das schon nachprüfen? Wohnen Sie noch bei Ihren Eltern? Nein. Ich habe eine eigene Wohnung. Arbeiten Sie in der Firma Ihres Vaters? Nein, ich studiere. Chemie und Mikrobiologie. Angenommen, Sie haben Ihren Vater wirklich erschossen. Warum? Was halten Sie davon, wenn wir jetzt gemeinsam zu Ihrer Mutter fahren? Okay. Bringen Sie mich bitte zu meinem Wagen. Dann fahre ich Ihnen voraus. Hallo, Bernie. Tag, Mutter. Herr Siska, Herr Wiegand von der Kriminalpolizei. Guten Tag. Guten Tag. Ich nehme an, es handelt sich um diese haarsträubende Sache, die mir Busse vorhin am Telefon erzählt hat. Was machst du nur für Geschichten, Junge? Bitte nehmen Sie Platz. Vater ist tot. Ich habe ihn erschossen. Du weißt, dass das nicht stimmt. Dein Vater ist gar nicht in München. Busse hat eben noch mit ihm telefoniert. Er ist in Rom. Es ist alles in Ordnung. Nichts ist in Ordnung. Ich glaube, ich bin Ihnen eine Erklärung schuldig, was das Verhalten meines Sohnes betrifft. Haben Sie eine Waffe gefunden? Nein, keine Waffe, kein Toten. Eben. Bernie, es tut mir leid, aber ich muss den Herren das jetzt sagen. Bevor sie sich in etwas verrennen, was jeder realen Grundlage entbehrt. Mein Sohn neigt zu Halluzinationen. Und er ist schon seit längerem in psychiatrischer Behandlung.
Bitte, Mutter. In letzter Zeit schien sich das ein wenig gebessert zu haben, aber dies ist ja nun offensichtlich wieder ein Rückfall. Was hast du dir da nur eingebildet, Junge? Was werden sie jetzt tun? Nichts. Es gibt keinen Grund. Nur ein paar widersprüchliche Angaben. Am besten ist, du bleibst erstmal bei mir. Nein. Ich muss damit erstmal alleine fertig werden. Wie du willst. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und entschuldige dich bitte bei Busse. Und was sagen Sie dazu? Haben wir meine Mutter gehört. Sind Sie in psychiatrischer Behandlung? Ich war. Das ist schon einige Jahre her. Der medizinische Ausdruck dafür ist, glaube ich, vegetative Dystonie oder sowas ähnliches. Aber ich habe keine Halluzinationen. Wollen Sie wirklich nichts tun? Doch. Wir fahren jetzt noch mal zum Kompagnon Ihres Vaters. Kommen Sie mit. Gut, fahren Sie vor. Wir müssen in die oberen Etagen, da ist der Sitz der Firma. Womit handelt die Firma? Mit allem, wofür es einen Markt gibt, glaube ich. Also im Detail weiß ich das nicht. Aber das kann Ihnen ja Busse sein. Oder Ihr Vater? Ja. Oder mein Vater. Flur 10, drei Personen, vermutlich Handfeuerwaffen. Moment, Sicherheitskontrolle. Suchen Sie die? Kripo München. Sie auch? Ja, ich auch. Bitte, danke. Zwei von der Polizei. Ich hätte Ihnen sagen müssen, hier können Sie nicht mein Zigarettenetui durchschmuggeln. Was ist das hier? Fort Knox? So ähnlich. Tag, Herr Siebert. Hallo. Ich habe davon gehört. Haben Sie mit meinem Vater gesprochen? Nein, das Gespräch kam direkt ins Vorzimmer von Herrn Busse. Sie entschuldigen mich. Die Sekretärin meines Vaters. Ja, bitte? Hallo. Guten Tag, Herr Siebert. Herr Busse hat mir gesagt, dass Sie wahrscheinlich vorbeikommen würden. Möglicherweise in Begleitung. Guten Tag. Ich werde Sie anmelden. Haben Sie Nachricht von meinem Vater? Ihr Vater? Es wurde heute Morgen mit ihm telefoniert. Haben Sie den Anruf entgegengenommen? Ja. Ich werde sehen, ob Herr Busse jetzt Zeit hat. Bernie, da sind Sie ja. Ich habe schon auf Sie gewartet. Ihre Mutter hat mich angerufen. Sie war sehr erschüttert. Ach, bitte kommen Sie doch rein. Sie sind? Siska, Mordkommission. Das ist mein Kollege Wiegand. Tag. Mordkommission? Ja, natürlich. Es wurde Ihnen ja ein Mord gemeldet, der keiner war. Mensch, Bernie Junge, Sie haben Ihren Vater nicht umgebracht. Wie soll das gehen? Sie sind hier und er befindet sich zurzeit in Rom. Da sind mit unserem jungen Herrn Siebert mal wieder die Pferde durchgegangen. Von seinem Vater weiß ich, dass das in letzter Zeit schon häufiger passiert ist. Es tut mir leid, dass Sie sich so viel Mühe gemacht haben. Sie sagten, Sie hätten mit Herrn Siebert telefoniert. Wann war denn das? Heute Vormittag. Kann man ihn telefonisch erreichen? Jetzt? Ja. Telefonisch? Mhm. Nein, nein, das wird nicht gehen. Er dürfte sich auf dem Flug nach Kairo befinden. Bernie, Sie sollten sich bei den Leuten entschuldigen, die Sie so in Aufregung versetzt haben. Eine Frage hätte ich noch. Ja? Sie haben heute Vormittag gesagt, dass das Gästehaus Ihrer Firma seit 4 Wochen nicht mehr genutzt wurde. Ja, legen Sie mich auf einen Tag mehr oder weniger nicht fest, aber
Warum ist denn diese Frage so interessant? Weil sich dann innerhalb dieser 4 Wochen im Konferenzraum kein Staub angesammelt hat. Ja, das ist ein Verdienst unserer Reinigungsfirma, die da regelmäßig sauber macht. Ja. Es tut mir leid, dass Sie so viel Zeit und Mühe aufgewendet haben. Bernie, Sie bleiben hier? Nein, ich gehe auch. Ich würde Wert darauf legen, dass Sie hier bleiben. Ich möchte aber gehen. Meinetwegen, aber hinterlassen Sie mir, wo ich Sie erreichen kann, falls Ihr Vater nach Ihnen fragt. Zu Hause. Sie können mir seine Nummer hier auf den Anrufbeantworter sprechen, damit ich ihn zurückrufen kann. Wiederschauen. Wiederschauen. Wiedersehen. Ja, natürlich können Sie mir keine Informationen über die Firma Siebert am Telefon geben. Sondern wo? Ja. Wie heißt das? Sudfass. Adresse? Ja. Wie erkenne ich Sie? Gut. Also, bis heute Abend. In die Orangen kommen Sie schlechter ran, schlechter Winkel. Hier die lila, da liegt die blaue davor. Kurze Bande ist nicht ideal, die lange Bande ist einzig. Das ist mir zu hoch, so weit bin ich noch nicht. Lassen wir mitlaufen. Gut. Ja. Sie sollten Profi werden. Ich bin Profi. Das dachte ich zumindest. Kam mir heute vor wie ein Zuschauer. Wegen so einer dämlichen kleinen Inszenierung. Man kann auch überhaupt nichts machen. Aber wer von denen sollte ein Interesse haben, ausgerechnet uns vorführen zu wollen? Sie meinen, die wollen uns verarschen. Aber gewaltig. Fragt sich nur, wer. Vielleicht war es doch keine so gute Idee, den Bernie Siebert laufen zu lassen. Wir haben kein Opfer, keine Tatwaffe, kein überzeugendes Motiv, nur einen jungen Mann. Der nach übereinstimmender Auskunft seiner Mitmenschen unter Wahnvorstellungen war. Was er selbst, der bestreitet. In dem Punkt hat er uns belogen. Der Hahn hat herausgefunden, dass er bis vor einem Vierteljahr, also bis vor kurzem, noch in psychiatrischer Behandlung war. Mhm. Spricht also einiges dafür, dass er wirklich ein bisschen in der Spur ist. Ja, aber da verstehe ich erst recht nicht, wieso sie Sieberts Leiche suchen lassen. Ich weiß es auch nicht. Klasse. Ja, Profis sind auch nur Menschen. So ein Gefühl, ich muss noch mal eine Nacht drüber schlafen. Andrang hält sich an den Grenzen. Es geht erst um 10 los, aber es lohnt sich kaum noch. Die Mädchen werden immer schlechter. Sie kennen sich aus, ja? Busse und Siebert waren oft hier, um mit ihren Geschäftspartnern ihre Abschlüsse zu feiern. Was sind das für Geschäfte? Das ist eine sehr gute Frage. Nach außen hin alles sauber. Getreide, Maschinen, medizinische Geräte, alles Mögliche. Ja, aber... Nach einer Embargo-Verletzung geriet Siebert in den Verdacht, gegen das Außenwirtschaftsgesetz zu verstoßen. Verdeckte Ermittlungen wurden eingeleitet. Mit anderen Worten, an den Geschäften von Siebert ist was faul. Was hat das mit der Mordkommission zu tun? Sie sind doch von der Mordkommission. Wir ermitteln in einem Mordfall, der vermutlich im Umfeld der Firma passiert ist. Sie entschuldigen mich einen Moment. Wir haben nicht mal mehr 24 Stunden. Die Sache drängt. Wo ist Bernie Siebert jetzt? In seiner Wohnung. Jenny ist bei ihm. Aber wir wissen immer noch nicht, auf wessen Seite sie ist. Wäre es nicht besser, Bernie Siebert auszuschalten?
reden Sie keinen Unsinn. Wir brauchen seine Unterschrift, damit die Ware auf den Weg gebracht werden kann. Danach werden wir in Ruhe überlegen, was wir mit dem machen. Morgen, Jakob. Morgen. Siehst du, ich hab's dir immer gesagt. Was? Dass der Kaffee, den du zusammen brauchst, viel zu stark ist. Sir. Das halten die dicksten Tassen nicht aus auf Dauer. Ja, deiner ist so schwach, dass man ihm aus der Kaffeemaschine helfen muss. Zeig doch mal. Vorsicht, das ist noch nicht trocken. Ach, komm, das... Oh, nein! Das war dann meine Lieblingskaffeetasse. Du, es tut mir furchtbar leid. Eine Antiquität aus Salzburg, aus... Aus dem Nachlass von Mozart, ich weiß. Ach, Quatsch. Mozart, der hat da noch gar nicht gelebt. Die Scherben willst du doch bestimmt aufheben, oder? Na klar, für meinen Blumentopf. Killer, du. Hey, was haben wir denn hier? Ja, das brauche ich noch. Hey, sag doch mal. Hey, Mensch, Jakob. Späte Leidenschaft, hä? Was heißt hier spät? Dienst ist Dienst. Morgen! 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 Ach, wie das duftet! Ja, endlich mal einen vernünftigen Käfken. Na, hast du gehört? Und, weitergekommen? Natürlich. Hier, in einer Striptease-Bar. Ja, wo sonst? Der Mann, den ich da getroffen habe. Welcher Mann? Mein Informant, der behauptet, dass die Firma Siebert seit Jahren in illegale Geschäfte verwickelt ist. Und angenommen, der junge Siebert ist dahinter gekommen, dann befindet er sich zweifellos in großer Gefahr. Warum sollte er in so einer Situation Mord an seinen Vater erfinden? Das macht doch keinen Sinn. Ach, der Typ ist doch total mit Schugge. Ja, zumindest wollen sie ihn jetzt alle dazu machen. Vielleicht hat er ihn doch umgebracht. Ja, da müsste man sich allerdings wirklich Sorgen um ihn machen. Wieso? Ja, weil sie dann hinter ihm her wären. Nur er kennt den Grund, warum alle lügen. Möchtest du noch ein bisschen Kaffee? Ja. Ich komme gleich wieder. Ich kriege noch was über. Ja, was haben wir denn da? Kann es sein, dass Sie den Spinner mögen? Kann schon sein, ja. Aber wenn wir ihn vor Busse schützen wollen, dann müssen wir beweisen, dass er seinen Vater getötet hat. Wie? Glauben Sie mir jetzt doch? In meinen Augen ist das eher ein Fall für die Psychiatrie und nicht für die Mordkommission. Immer langsam. Darf ich vorstellen? Meine Freundin Jenny Busse. Ja, ihren Vater haben Sie ja bereits kennengelernt. Wir lieben uns. Kommen Sie bitte. Ich möchte Ihnen gerne etwas zeigen. Der steht schon seit gestern Abend da unten. Und da vorne ist noch einer. Ja, der ist von uns. Busse treibt ein falsches Spiel. Sie reden mir ein, dass ich meinen Vater nicht getötet habe, weil sie mich für ihre Geschäfte benutzen wollen. Aber da mache ich nicht mit. Gut. Sie und Ihre Freundin kommen jetzt mit mir. Ich bringe Sie in Sicherheit. Und Sie, Kollege, hängen den da unten ab. Hm? Mit dem größten Vergnügen. Kann ich bitte mal Ihren Autoschlüssel haben? Hören Sie, Sie müssen mir helfen. Hier ist Hanna Siebert. Es geht um meinen Sohn Bernie. Wissen Sie, wo er ist? Ich mache mir große Sorgen um ihn. Herr Siska war gestern mit ihm hier.
Ich habe Angst, dass er sich was antut. Ja, Frau Siebert, ich werde das dem Herrn Siska weitergeben, so schnell wie möglich. Sie können sich darauf verlassen. Ja? Ach, Sie sind's. Aha. Ja, was wäre das? Was für Kassetten? Ah. Danke. Davon gehe ich aus. Sie haben mir sehr geholfen. Hanni hier. Störe ich? Sehr gut. Die Frau Siebert hat eben angerufen. Sie macht sich Sorgen um ihren Sohn. Ja, sie wollte wissen, wo er ist. Für meine Begriffe klang das sehr echt. Und dann noch etwas. Mein Informant hat sich wieder gemeldet. Er hat von Videokassetten gesprochen. Brisantes Material, das der Firma Siebert den Hals brechen könnte. Ja, das weiß ich nicht. Das wusste er auch nicht. Gut, ich bleib da dran, ne? Also. Aber ja, selbstverständlich, Herr Kollege. Da kommen Sie rein. So, hier sind Sie in Sicherheit fürs Erste. Passen Sie auf, dass Sie nicht stolpern. So. Ist das Ihre Wohnung? Ja. Wieso? Nicht schlecht. Wir haben ja auch inzwischen. Am besten, Sie bleiben erstmal eine Weile hier. Ja, Siska? Wiegand, alles in Ordnung? Gut. Sehr gut. Ja, haben wir etwas Zeit gewonnen. Gut, wir sehen uns im Büro. So. Ihren Wachhund, den haben wir jetzt erstmal abgehängt fürs Erste. Gibt's da irgendetwas, was Sie mir sagen sollten? Sie haben uns nicht die Wahrheit gesagt. Ihre letzte psychiatrische Behandlung lag keinesfalls so lange zurück. 3 Monate. Ich bin nicht krank. Ich bin vielleicht etwas überempfindsam, wie meine Mutter sagt. Da hat sie recht. Aber ich kann sehr wohl zwischen Fantasie und Realität unterscheiden. Ihre Mutter hat übrigens angerufen. Macht sich große Sorgen. Ja, das glaube ich. Kann ich mal telefonieren? Oh, das würde ich an Ihrer Stelle jetzt nicht machen. Ich wollte nur meinen Anrufbeantworter abhören und sehen, wer alles angerufen hat. Genau. Ja, danke. Sie bedienen sich. Wo sind Sie? Wir brauchen Sie in einer dringenden Angelegenheit hier in der Firma. Bitte melden Sie sich bei mir. Es eilt. Bernie, ich bin's. Bitte geh ran. Busse versucht andauernd, dich zu erreichen. Wir sind alle in großer Sorge um dich. Ruf mich sofort zurück, wenn du nach Hause kommst und das abhörst. Wir müssen darüber sprechen, sobald ich zurück bin. Es ist wichtig. Bis dann. Wir warten das. Ende der Aufzeichnungen. Mein Vater. Was sagen Sie jetzt? Mit Ihrem Anrufbeantworter scheint irgendwas nicht zu stimmen. Hm? Sie wollen ihm helfen, aber Sie glauben ihm nicht. Wie wollen Sie denn das bitte auf die Reihe kriegen? Ehrlich gesagt, ich weiß es noch nicht. Ich werde Ihnen beweisen, dass er die Wahrheit sagt. Gut. Und dass dieser Anruf hier manipuliert worden ist. Gibst du mir bitte die Codekarte? Was willst du damit? Bitte, seien Sie vorsichtig. Und melden Sie sich so schnell wie möglich. Weiß Jennys Vater, dass sie mit Ihnen befreundet ist? Ja. Und er ist nicht gerade begeistert.
Ich habe sie gestern nach den Geschäften gefragt, die die Firma ihres Vaters macht. Und sie sind mir ausgewichen. Warum? Weil ich keine Luft bekomme, wenn ich nur daran denke. Könnten Sie jetzt darüber sprechen? Ja. Die Firma handelt nicht nur, sie produziert auch. Was? Technische Geräte zur Herstellung von Pflanzenschutzmitteln. Und weiter? Als ich vor ein paar Tagen im Büro war, sah ich meinen Vater und Busse und noch ein paar andere aus dem Vorführraum kommen. Sie standen auf dem Flur und haben sich sehr angeregt unterhalten. Da bin ich neugierig geworden und bin hineingeschlichen in den Vorführraum. Ich habe den Videoprojektor angemacht und mir den Film angesehen. Es waren Sterbeszenen. Ich habe Menschen sterben gesehen. Es ging darum, wie lange es dauert, vom Einatmen der Luft, die keine mehr war, bis zum Tod. Es ging schnell. Sehr schnell. Es dauerte 5, höchstens 6 Sekunden. Giftgas? Nein. Nein, kein Giftgas. Kampfgas. Sie haben eine Waffe getestet. Ich bin zu meinem Vater und wollte mit ihm reden. Vater, was ich da gerade gesehen habe, ist unfassbar. Was hast du damit zu tun? Das war nicht für dich bestimmt. Ich will es aber trotzdem wissen. Wir kaufen und verkaufen technisches Gerät zur Herstellung von Pflanzenschutzmitteln. Und nur dafür. Du hast da gesehen, dass man das Pflanzenschutzmittel in veränderter Form auch als Kampfgas verwenden kann. Das geht uns aber nichts mehr an. Es geht euch doch etwas an, nachdem ihr diesen Film gesehen habt. Dieser Film hat uns auch nicht gefallen. Woher habt ihr ihn? Du wirst dich wundern. Er wurde uns geschickt von unserer Konkurrenz. Weiß der Himmel, wie sie an den gekommen sind. Er soll uns davon abhalten, das Geschäft zu machen, weil sie es selber gern machen würden. Dieser Film wird uns aber nicht daran hindern, den Auftrag anzunehmen. Verstehen Sie jetzt, warum ich meinen Vater daran hindern musste? Ich hätte nicht damit leben können. Und jetzt wollen Sie Ihre Unterschrift. Weil Sie die Firmenanteile Ihres Vaters vertreten. Was ist mit dem Zoll? Der Zoll ist informiert. Wieder derselbe Mann. Hat uns wie viel gekostet? 50.000. Sei gut, Bernie Siebert. Was ist, wenn die Polizei ihn festnimmt? Sie werden ihn nicht festnehmen, solange sie keine Leiche haben. Nach dem Besuch gestern Nachmittag habe ich den Eindruck, dass sie ihm nicht glauben. Wir brauchen ihn jetzt. Holt ihn. Er ist weg. Was heißt das, er ist weg? Wir haben ihn verloren. Himmel, Herrgott, bin ich dir vor lauter Idioten umgeben? Ohne Bernie Siebert kein Vertrag. Ohne Vertrag kein Transport. Sie wissen, was das bedeutet?
In einer Stunde will ich Vollzugsmeldung. Wenn nicht, ich kenne die Konsequenzen. Da bist du ja. Was machst du denn hier? Ich wollte zu dir. Du weißt doch, wo mein Büro ist. Ich muss was mit dir besprechen. Das ist wichtig. Danke, meine Herren. Was ich mit dir zu besprechen habe, ist viel wichtiger. Weißt du, wo Bernie ist? Ja, warum? Frag nicht. Bring ihn her. Er wird hier dringend gebraucht. Sag ihm das. Und sag ihm auch, es hätte etwas mit seinem Vater zu tun, ja? Ich glaube, er wird es tun. Er ist schon wieder ganz in Ordnung. Ja, umso besser. Leider habe ich keine Zeit. Tschüss, Kleines. Frau Weirich? Ja, ich muss mit Ihnen reden. Siska? Ja, kleinen Moment. Jenny. Hallo, Jenny. Es tut mir leid, Bernie, es hat nicht geklappt. Ich bin zu spät gekommen, die Kassette war nicht mehr da. Sie haben sie beiseite geschafft, das war zu erwarten. Du, aber die Stimme deines Vaters auf deinem Anruf beantworte. Was ist damit? Stammt aus einem Gespräch, was er vor einer Woche, als er in Hamburg war, mit seiner Sekretärin Ingrid Weirich geführt hat. Woher weißt du das? Von ihr. Mein Vater hat das alles manipuliert. Sie soll so schnell wie möglich ins Präsidium kommen. Hast du das gehört? Ja. Ich beeile mich. Bernie, hört er mit? Ja. Jetzt nicht mehr. Ich liebe dich. Ich dich auch. Bis gleich. Boah, müsste es sein. Und, gibt's was Neues? Nee, nichts. Ja? Jenny Pusse. Ja, Numut, kommen Sie herein, Herr Siebert ist nebenan. Ja, ja. Sie wollen, dass Bernie auf der Stelle ins Büro kommt. Haben Sie mit Ihrem Vater gesprochen? Ja. Er ist sehr nervös. Sie sind alle sehr nervös, weil Sie Bernie aus den Augen verloren haben. Sie brauchen seine Unterschrift, sonst platzt das Geschäft, der vorgesehene Transport. Wissen Sie, wann und wo das Ganze stattfinden soll? Nein. Aber die scheinen auch nicht mehr viel Zeit zu haben. Gut. Dann schlage ich vor, wir geben Ihnen, was Sie brauchen. Ihre Unterschrift. Vorausgesetzt, Sie sind einverstanden. Ja. Das ist unsere einzige Chance, Sie zu überführen. Sie sollten dem jungen Mann sagen, dass das sehr gefährlich ist, was er da vorhat. Mein Kollege hat recht. Sobald Sie unterschrieben haben, haben die keinen Grund mehr, Sie zu schonen. Ich mach's trotzdem. Dann verkabel den wenigstens. Das kannst du vergessen. Du kommst leichter ins Schlafzimmer der Queen als in dieses Büro. Die haben ein Überwachungssystem, das identifiziert jeden Knopf, den du am Leib trägst. Wir bräuchten einen zweiten Wagen. Okay, besorg ich. Darf ich mitkommen? Nein, das geht auf keinen Fall. Moment mal. Es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir jemanden hätten, der sich in den Räumlichkeiten der Firma auskennt. Ich höre. Hier Wagen 3. Wir parken neben der Ausfahrt. Bitte. Ja. Jenny hat mir gesagt, dass Sie wieder ganz in Ordnung sind. Ja. Kommen Sie. Es ist wichtig für die Firma, dass Sie unterschreiben. Es geht quasi um Ihren Fortbestand. Die Firma, die Ihr Vater groß gemacht hat und
die in der ganzen Welt einen hervorragenden Ruf genießt. Ich weiß. Kommen Sie. Wahrscheinlich haben Sie oft davon geträumt, den Platz Ihres Vaters einzunehmen. Jetzt können Sie es. Verdammt nochmal, setzen Sie sich hin, unterschreiben Sie. Alle haben bereits unterschrieben. Nur die Unterschrift Ihres Vaters fehlt noch. Und warum? Weil Sie es durch Ihren irrsinnigen Aufruf gestern Morgen vermasselt haben. Unterschreiben Sie. Sie haben Ihren Vater umgebracht. Das sind Sie ihm schuldig. Ja, das bin ich ihm schuldig. Vater sehr gemocht. Und er sie. Der Transport geht heute Nacht um 23.30 Uhr. Nach Abnahme laut Vertrag wird umgeladen. Wo? Verladebahnhof Südwest. Von da aus geht die Ware nach Genua aufs Schiff. Danke. Passen Sie auf sich auf. Ah, Bernie, gut, dass Sie noch da sind. Ich brauche Sie noch. Schon 6:55. Da kommt er. Und mein Vater ist bei ihm. Was geht denn jetzt ab? Das werden wir gleich sehen. Ich glaube, Hanna hat recht gehabt. Was wir machen, ist ziemlich riskant. Nabend! Herr Siebert, Ihre Mutter hat gesagt, dass ich Sie hier finde. Ja, es geht um die Vermisstenanzeige. Wir bräuchten noch eine Unterschrift. Sie haben eine Vermisstenanzeige aufgegeben? Das hat sich alles aufgeklärt. Das war ein Missverständnis. Ich habe gerade mit meinem Vater telefoniert. Herr Busse und die anderen können das bezeugen. Mein Vater ist in Kairo. Ja, dann ist ja alles in Ordnung. Guten Abend, Herr Siska. Nein. Direkt hinter Ihnen. Machen Sie sich keine Sorgen, wir werden Sie nicht verlieren. Haben Sie eine Ahnung, wo Ihr Vater hinfährt? Keine Ahnung. Sie zugelaufen. Alles klar. Bleiben Sie dran und verlieren Sie ihn nicht, ja? Wo ist denn der hier? Er ist weg. Ja, ist abgehauen. An der Ampel ist aus dem Wagen gesprungen. Nein, für heute Abend ändert sich nichts. Hat der Busse irgendwas gesagt, wann und wo das Ganze stattfinden soll? Ja, nicht, aber Ingrid Weirich. Das Ganze läuft heute Nacht. Ja, Hanne? Siska, wo sind Sie jetzt? Und was ist mit Bernie Siebert? Ah, Donnerwetter, das hätte ich ihm nicht zugetraut. Nein, hier ist niemand im Büro. Außer mir natürlich. Mein Informant hat sich gemeldet. Die Transaktion der Firma Siebert findet heute Nacht um 23.30 Uhr statt. Auf dem Verladebahnhof Südwest. Die Wagen gehen verblombt. Was?
Wie, Sie können das bestätigen? Was heißt das? Das heißt, dass wir dieselbe Information haben. Ja, bereiten Sie alles vor. Ja, machen Sie richtig was los, Großeinsatz etc. Ja, wir sehen uns. Kann jemand von Ihnen kochen? Ja, Sie kocht wie ein Weltmeister. Immer die Frau, ne? Gut, dann schlage ich vor, Sie verwöhnen Ihren Freund mal mit dem richtigen Traummenü. Hm? Soweit meine Vorräte das zulassen. Verlassen Sie auf keinen Fall diese Wohnung. Viel Spaß! Zurückhalten. Den kann man nicht zurückhalten. Haben wir uns nicht einig darüber, dass der junge Mann Meschugge ist? Ja. So, alles klar machen, wir gehen jetzt rein. Kommen Sie her. Wer hat Ihnen gesagt, dass wir hier sind? Was wollen Sie überhaupt? Sie ins Gefängnis bringen, Busse. Schafft ihn weg. Sie erscheinen hier mit einer bewaffneten Streitmacht. Worauf sind Sie eingestellt? Auf Krieg? Sie sind da, um Ihre Ladung zu überprüfen. Um festzustellen, welche Legitimation vorliegt. Und ob Sie gegen bestehende Gesetze verstoßen haben. Darüber kann man reden. Wahrscheinlich haben Sie sogar ein Erfolgserlebnis. Sie werden feststellen, dass wir dabei sind, ein Geschäft abzuwickeln, das nach geltenden Bestimmungen illegal ist. Wir liefern Teile für eine technische Anlage, mit der man Pflanzenschutzmittel herstellt. Möglicherweise auch etwas anderes. Aber wir haben es nur mit Pflanzenschutzmitteln zu tun. Und falls es zu einem Prozess kommt, so haben wir gute, nein, sogar sehr gute Anwälte, die unseren Standpunkt vertreten. Aber jetzt und hier verwahre ich mich entschieden dagegen, dass Sie mich wie einen Mörder behandeln. Hier gibt es nur einen, der als Mörder zu behandeln ist. Das ist die Pistole, mit der du deinen Vater erschossen hast. Er ist ein Mörder. Ich werde Ihnen zeigen, wo der Tote liegt. Er ist ein Mörder und ein Dummkopf. Naja, er wurde zum Mörder. Um andere unzählige Morde zu verhindern. Komm jetzt mit. Moment, komm mit mir.